So, allmählich gehen mir die Ausreden aus. Beim Thema Chapaknan, bei diesem Inka-Tunnel, den nur wir bauen können und dessen erste Bau ich hinausgezögert habe, weil ich gesagt habe, ach, wir haben zu wenige Handwerker mit zu wenig Ladung, ich bin da zu geizig für, ich will den noch nicht bauen. Immer mehr Leute haben in den Kommentaren von euch gesagt, WB, bau ihn, bau ihn, bau ihn. Jetzt haben wir mittlerweile viele Handwerker, weil wir auch die Handwerkerkarte haben, plus zwei Aktionen. Lang kann ich mich mehr nicht drumrum, nicht mehr drumrum drücken, den erstmal zu bauen. Im Ernst mal. Natürlich will ich den bauen. Ich freue mich auch drauf. Ich habe es auch, um mal der Wahrheit die Ehre zu geben, auch schon mal ausprobiert, wie sowas funktioniert. Und ich habe jetzt allerdings einen zweiten Grund gefunden, um es noch ein bisschen hinauszuzögern. Ja, ganz ruhig bleiben, nicht aufregen. Das hängt einfach mit dem Zeitalterwechsel zusammen. Das ist ja unsere einzigartige Modernisierung als Inka. Und wir sind in 7 Runden, haben wir den nächsten Epochenwechsel. Wir haben jetzt schon mehr Punkte, als wir brauchen fürs goldene Zeitalter. Und auch wenn manche das immer wieder bezweifeln, es ist tatsächlich so. Und die Punkte, die wir jetzt drüber erwirtschaften, die nehmen wir nicht, die nehmen wir zwar mit ins nächste Zeitalter, aber zugleich werden die einem auf der anderen Seite wieder draufgeschlagen. Das heißt, man muss umso mehr Punkte erreichen. Das heißt, im Prinzip verschenkt man die. Und für den Bau eines solchen Inka-Tunnels, den nur wir bauen können, da kriegt man doch definitiv für die einzigartige Modernisierung Zeitalterpunkte. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Die will ich mir frühestens in 7 Runden holen. Das gilt auch für die Rekrutierung unserer ersten Spezialeinheit, die nur wir Inka holen können. Der kleine Scheißer. Oder wie er sich selber hier vornehm nennt, der Warakaka. Insofern schieben wir beides noch ein bisschen hinaus. Aber dann erkläre ich euch und zeige euch auch, wie das funktioniert, und es ist cool. Es ist richtig, richtig cool. Bis dahin machen wir noch ein bisschen Business as usual, holen uns die nächste, stellen die nächste Technologie ein, die da wäre. Am liebsten irgendwas, wo wir einen Boost schon für haben, weil wir hinken ja ein bisschen hinterher in der Forschung. Also das macht immer Sinn, damit wir zuerst die Handwerker wassern können. Irgendwann wollen wir ja auch aufs Meer und dann den Schiffsbau, damit wir auch mal ein bisschen mehr Entdeckung betreiben können. Das ist sicher gut. Hafenbau hier darüber hat auch hier diese als Voraussetzung hier. Auch nur 2 Runden sollten wir unbedingt machen. Zum Industriegebiet will ich auch hin und dazu, dass Minen einen weiteren Produktionspunkt geben. Von denen haben wir noch gar nicht so viel. Weil wir tendenziell bei Hügeln eher Terrassenfelder bauen und baut 3 Minen. Vielleicht werden wir das aber demnächst haben. Sowas in der Reihenfolge machen? Ja, ne? Machen wir mal. Und dann gucken wir mal, dass wir mit unseren vielen Handwerkern nochmal 3 Minen gebaut bekommen. Achso, ich gehe mal auf den ein oder anderen Zuschauerkommentar ein. Ich habe tatsächlich, ich starte jetzt wieder so eine Mini-Aufnahmesession. Alle Folgen bislang auch schon veröffentlicht. Ein paar wenige Sachen kurz eingegangen. Heiße Diskussionen gab es darüber, dass hier Kohle angezeigt wird im Tooltip als etwas, was hier produziert werden kann. Ich habe in der Zivilopädie nachgeguckt, Kohle wird tatsächlich, wir hatten es auch im Tech Tree gesehen, im Technologiebaum, erst freigeschaltet mit der Industrialisierung, mit dieser Technologie. Und Terrassenfeldern erzeugen keine Kohle. Das geht mit Minen. Das heißt, das ist ja ein Fehler. Ein Anzeigefehler ist das. Also es ist ein doppelter Anzeigefehler. Erstmal, dass Kohle jetzt schon angezeigt wird, obwohl die überhaupt noch nicht entdeckt worden ist. Der zweite Fehler besteht darin, dass die Kohlengewinnung den Terrassenfeldern zugeordnet worden ist. Aber meine Güte, das ist eine Vorabversion. Dauert noch zu diesem Zeitpunkt jetzt hier 2 Wochen bis zum Release. Und mache ich mir jetzt nicht so große Sorgen. Ist ja auch nicht spielentscheidend jetzt hier. Dann gab es Diskussionen darüber, dass ich den 6. Bauernhof nicht gefunden habe. Dass ich ein Terrassenfeld als den 6. Bauernhof identifiziert habe, als wir einen Boost brauchten und 6 Bauernhöfe dafür sammeln mussten. Ach, die sehen sich auch ein bisschen ähnlich. Komm, seid großzügig mit mir. Also das ist ein Terrassenfeld, das ist ein Bauernhof, wenn man die mal verwechselt. Das kann ja mal passieren. Dann gab es Diskussionen, das finde ich schon deutlich spannender, über das Roden. Denn ihr wisst ja, wenn man zu viel rodet hier bei Gathering Storm, dann führt das später im Spiel dazu, dass die Meeresspiegel ansteigen und dass solche Orte wie der hier beispielsweise überschwemmt werden können. Habe ich nicht eventuell schon zu viel gerodet, hat sich der ein oder andere von euch ängstlich gefragt. Wir werfen mal einen Blick hier rein in den Weltklima, in das Weltklima und stellen fest, hier bei der CO2. Konzentration, Hauptverursacher niemand. Die Gesamtmenge der Kohlendioxidemissionen
basiert auf der Entwaldungsstufe des Planeten. Bislang ist das 0%. Nicht deshalb, weil noch niemand entwaldet hätte. Wir haben das gemacht, aber noch ist es noch nicht in großem Maße insgesamt geschehen. Also es dauert noch eine Weile, bis das hier wirklich schlimm ist. Und auch bei der CO2-Konzentration seht ihr, wir müssen uns da noch nicht grämen. Okay? Dann war noch, dann wurde zum Beispiel von Matt S. darüber diskutiert, dieser Tunnel, den ich schon angekündigt habe, ob man dafür eine Ladung braucht, eine Handwerkeraktion oder zwei. Um es nochmal kurz anzudeuten, also es ist nicht richtig spoilern, es ist mehr ein Geheimnis auswerfen und euch noch ein bisschen mehr mit mir zusammen die Vorfreude steigern darauf, wenn man die Tunnel bauen kann. Die Antwort, ob ein oder zwei Ladungen, gebe ich euch gerne und die lautet wie folgt: Kommt drauf an, was man mit dem Tunnel vorhat. Klammer auf. Geheimnisvolle Kunstpause. Klammer zu. Dann wurde diskutiert über das Einheitenziehen. Ich ziehe immer nur eine Einheit, immer nur eine Runde lang, nicht mal mehrere Runden, ob ich das nicht länger machen könnte. Kann man, könnt ihr auch gerne machen in euren Partien. Ich persönlich, das ist eine Frage des Geschmacks, habe da echt schlechte Erfahrungen mitgemacht, weil wenn zwei Einheiten auf demselben Geländefeld mal landen sollten oder wenn die KI auch zieht, dann gibt es manchmal die abstrusesten Umwege, die Einheiten ziehen und das nervt mich immer. Und dann ziehe ich lieber die stückchenweise nur vor, auch wenn es einen Ticken länger dauert. Ich finde das nicht so furchtbar schlimm. So, jetzt bauen wir in der heißen Pfanne. Achso, da kam ein guter Vorschlag rein von, habe ich mir das gemerkt, von wem von euch? Weiß ich gar nicht mehr genau. Ich habe deinen Namen vergessen, aber oute dich ruhig, wenn ich die Stadt jetzt umbenenne, in den Kommentaren und schreib rein, das war meine Idee, preiset mich. Preiset mich ist, glaube ich, übertrieben. Gepriesen wird nur der heilige Bulle, aber lobet mich, das sei dir gestattet. Und zwar nennen wir die heiße Pfanne nach den Abenteuern, die sich hier ereignet haben, rund um die wilden Krieger, die hier aufgetaucht sind. Taufe ich dich, werte Stadt, auf den Namen Barbarenasche. Denn zu Asche sind alle hier geworden. Zumindest dann werden ihre Leichname zu Asche, wenn der Vulkan endlich mal seine Magma und seine Lava ausspeit und jeden Kadaver, der zu seinen Füßen liegt, an seinen Flanken liegt, in Schutt und Asche aufglühen lässt. Barbarenasche, Stadtmauern abgeschlossen, das ist schön. Schützen uns ein bisschen gen Norden. Monumentbau, ja, könnten wir auch kaufen, aber dauert ja nicht so unfassbar lange her. Produktion 7.3 ist mittlerweile, kann man schon mal mit arbeiten. Kornspeicher wäre die zweite Möglichkeit, weil in drei Runden Wohnraum Probleme, erste hier. Monument führt aber dazu, dass man schneller expandiert, stellen wir rein. 17.8 ist hoch, aber man könnte auch später... Hier ist die Produktion bei 6,3 noch niedriger. Hier ist sie bei 6,3 auch noch niedriger. Haben wir hier ein Monument? Ja, haben wir hier ein Monument? Oh, ich war ja schon mal großzügig. Dann könnte ich es auch oben kaufen. Aber wir wollen ja all die Späher umwandeln in wahre Kacker, in kleine Scheißer. Dafür brauchen wir wiederum Gold. Ich lasse das mal, ich baue den mal. Das sind nur 8 Runden, das kriegen wir schon hin. So, und er könnte, und ich mache es nicht, die Modernisierung bauen, aber ich lasse es noch sein. Aber das ist ein super guter Platz für ein Terrassenfeld. Schaut mal hin, das ist schon heftig, oder? 5 Nahrung, 2 Produktion, jeder der beiden Berge anbei, gibt eben eine Nahrung drauf. Den extra Produktionspunkte bekommt er durch den Fluss. Das ist schon super. Die Berge werden einem leider hier nicht angezeigt. Vielleicht geht es so auch nicht. Ah, das ist ja blöd. Das müssten ja eigentlich an dem Berg müssten es eigentlich 2 Nahrung sein. Und 2 Produktion. 2 Produktion durch den Berg, 2 Nahrung durch jedes Terrassenfeld. Aber das wird einem erst dann angezeigt, wenn man den Berg dazu kauft. Jetzt müsste er angezeigt werden. Schaut mal, wenn ich hier drüber fahre, auch nicht. Naja. So, und hier, den ziehe ich mal. Hier oben hin. Parke ihn dort. Er heilt hier aus. Wir könnten einen auch hier runterziehen und sagen, hier, durch Mansa Musa-Reich kommt er ja durch.
Hoppla, was mache ich denn jetzt? Das war gar keine Absicht. War das der hier? Da hat die Maus wieder gespinnt. Wir könnten auch hier so durchziehen und dann sagen, Anni, dann beschwert er sich wieder. Wir haben ja offene Grenzen, aber er muckt rum, wenn wir Militäreinheiten dahin ziehen. Echt, das ist so eine Zwicke, der Mansa Musa. Weil da könnten wir hier unten auch noch was weiter erkunden, aber vielleicht lösen wir das Problem über den Speer demnächst. Das Seepferdchen haben machen lassen. Ein weiteres Terrassenfeld. Ihn parke ich mal hier. Er bleibt eine Runde hier. Danach zieht ein Handwerker runter. Er möge bitte heilen. Oder für immer schweigen. Er wartet hier noch ein kleines bisschen ab, bis unser Magnus hier richtig angekommen ist in der Stadt. Eine Beförderung. Einmal komplett heilen, bitte. Du auch. Eine Runde weiter. Ja, an den Politikkarten lassen wir alles, wie es ist. Wir können ja die Regierung wechseln, machen wir nicht. Bin ich durchaus mit zufrieden. Alles bestens. Bauten, ein Handwerker hier, ein Handwerker dort. Dauert jeweils zwei. Bringen wir, haben wir hier, da haben wir jeweils zwei Aktionen. Da entsteht ein dritter Handwerker. Alles bestens. Und? Da ist der erste Handwerkerkollege abgeschlossen. Ja, das ist so verlockend, den Campus hier zu bauen. Mittlerweile geht es ja, aber wenn wir das machen... Einmal roten, ne? Das ist das Einzige, was wir im Augenblick roten würden. Es ist echt schade, aber... Ach, wir haben ihn schon gesetzt. Entschuldigt bitte. Wir hatten ihn schon gesetzt. Stimmt. Ich war gerade völlig irritiert. Ich dachte, ich hätte was falsch gemacht, aber das war in der früheren Folge. Okay, alles gut. In 7 Runden ist er fertig und bringt uns dann stolze 1, 2, 3, 4, 5, oder? 3. 1, 2, 3, 4. 4 Forschungspunkte extra. So, hier entsteht gleich eine Silbermine und damit eine weitere Annehmlichkeit für 4 unserer Städte. Macht jeweils 2 Bürger glücklich. Vier Aktionen noch hier. Mit ihm bauen wir ein Terrassenfeld. 1, 2, 3. 3 Nahrung hier drauf, wow. Das heißt, er müsste dann 4-2 bringen. Stimmt, hier steht's. Plus 4. Plus 4? Plus 3. Achso, 1 bringt das Terrassenfeld selber mit. Wunderbar. Was für eine Nahrungspumpe hier. Und erzeugt Gott sei Dank auch Wohnraum, weil sonst wären die ganzen Nahrungspunkte ja verschenkt und verschwendet. Das können riesige Städte sein, die hier entstehen. Wenn wir hier viele Bezirke auch drin haben, die gut ausgebaut sind, dann kann der Bevölkerungsüberschuss, der auf den Terrassenfeldern durchgefüttert wird, in den Gebäuden arbeiten und noch jede Menge anderer Erträge erzeugen. Ist hier jetzt mittlerweile alles schön modernisiert? Weitestgehend. Ja, schon. Und hier unten allerdings nicht. Hier entsteht einer in 5 Runden. Sollen wir einen hier runterschicken? Wie viel hat der noch an Aktionen? Der hat noch 3. Das sollte für hier unten eigentlich reichen. Er hat noch 4. Haben wir hier im Westen, entsteht in 2 Runden einer. In Brühwürfel entsteht keiner. Ich glaube, wir schicken den nach Brühwürfel.
So. Ach, der bleibt einfach hier stehen. Jetzt könnten wir hier roden. Wann ist das Feld? Wann gehört uns das? Oh, das dauert lange. Dann kaufen wir das jetzt. Und können jetzt auch den... Ja, der Überschuss ginge dann in den Campus rein. Genau, das können wir machen. Das heißt, wir entfernen die Wälder. Haben hier einen weiteren Bauarbeiter, stellen den Campus ein. Nutzen den Überschuss. Haben hier noch einen Handwerker mit 6 Aktionen. Warum 6? Warum nicht... Ach so, wegen den Pyramiden, die habe ich ganz vergessen mitzuzählen. Natürlich, die, es sind die ganze Zeit nicht nur 5, es sind 6 Aktionen. Super. Ach, das ist ja noch schöner. Jetzt haben wir allmählich, haben wir wirklich in rauen Mengen, haben wir die. Mit den Handwerkern hier wollen wir jetzt aber auch roden, was es zu roden gibt. Solange Magnus noch hier ist. Eine Runde weiter. Danach schicken wir ihn woanders hin. Bitte nehmt diese Geschenke. Das, darum ersucht Dido diese Geschenke aus Purpur, Libanon, Zeder und Oliven an. Sie sind nur ein Vorgeschmack des Reichtums Phöniziens. Ja, das behauptet, sie hat mehr diplomatischen Zugriff auf uns, aber wir wollen es mit ihr gutstellen. Wir wollen den Diplomatie-Sieg vielleicht holen und das ist, machen wir, komm. Außerdem hatte ich das vom letzten Let's Play gemerkt. Das war das auf Gottheit bei Rise and Fall mit auf Religionssieg hin. Da hatte einen unserer Nachbarn, ich habe schon wieder verdrängt, welcher uns immer und immer wieder gesagt, darf ich dir bitte meine Delegation rüberschicken? Das war, glaube ich, war das Schakka? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Das war so nervend, bis ich irgendwann dann, glaube ich, nachgegeben hatte und froh war, dass ich diese ewigen Fragen, diese Penetranz los war. Mine bauen für ein Silbervorkommen. Und das sollte unsere Leute echt super glücklich machen. Glücklich, glücklich, glücklich. Das ist jetzt eine Runde aus. Mit dem wollte ich gen Norden ziehen. Der ist schon fit, das ist schön. Das ist, glaube ich, eine Ebene, ne? Nee, Hügel. Ja, dann möge er hier bitte stehen bleiben. Und sich verschanzen. Einmal roden. Ach so, ja, das ist... Ein Sägewerk bringt hier plus 2 Produktionen. An einem Fluss gelegen. Aber der Kollege Magnus, den wir hier haben, der bringt verdammt viel. Und nachher ein Terrassenfeld hier hin. Mit 2 Bergen. Und Terrassenfeld kriegt auch noch plus 1 Produktion. Durch den Fluss. Nachher die Sintflut, Kohlendioxid, Klimakatastrophe, davon weiß ich nichts. Das wird man in der Zukunft entdecken, das ist eine Futurgeschichte. Ich lebe hier im Jahre 350 vor der Geburt von irgendeiner Figur, von dessen Existenz ich auch noch nichts ahnen kann. Also, weg damit! Roden, roden, roden! Nein! 3 Zeitalterpunkte! Ich hatte doch geschworen, ich will das jetzt noch nicht. Ich will die mir ansparen, aber andererseits die Wissenschaftspunkte, die können wir echt dringend brauchen und auch gerne ein bisschen früher. Wenn man durch die Viertel des Campus bei Abendröte streift oder vor den Seminarräumen verweilt, kann man die Gelehrten über Ideen debattieren hören, die die Welt verändern werden. Es dauert ja auch immerhin noch stolze 5 Runden. 5 Runden hätten wir hier 4 Wissenschaftspunkte verschenkt. 20, das heißt, es wäre eine ganze Wissenschaftsrunde gewesen. Man kann es sich so zurechtlegen. Bibliothek, klar. Regierungsplatz kommt woanders hin. Dann wollten wir noch... Das Handelszentrum kommt nachher hier hin, genau. Wassermühle ist auch gut. Wohnraum haben wir noch genug. Aquädukt brauchen wir nicht zwingend.
Alles gut. Viele von euch haben den Machu Picchu verlangt, immer wieder, macht das. Mein Eindruck war mehr so aus Rollenspielgründen. Da passt das auch gut. Das ist ja das Weltwunder, das die echten Inka gebaut haben. Aber ich hatte ja schon mal begründet und mag mich da jetzt nicht wiederholen, warum ich nicht glaube, dass uns das viel bringt. So, und den hier soll auch gerodet werden. Es tut mir leid, aber... Nach mir die Sintflut. Morgengold braucht Wohnraum. In der Tat. Haben die Leute vor Ort denn genug Nahrung? Ja, Zahl 2 ist ihr Überschuss. Warum habe ich denn hier ein Vorhängeschloss? Ach so, deshalb hatte ich das Gesetz wegen der Produktion. Okay, ja, zu Recht. Und dann können wir noch einen abziehen, aber irgendwo ein noch schwächeres Feld. Das ist ein Wissenschaftspunkt, den will ich nicht entfernen. Das kann man hier so schlecht erkennen. Das ist auch 2-1, ne? Ah, das ist nicht besiedelt, nicht bewirtschaftet. Mehr kann man nicht machen. Wir könnten noch hier drauf ziehen, aber von wo wird es dann abgezogen? Von der Wissenschaft. Das ist mir zu schade. Bleibt alles, wie es ist. Oder wir nehmen den weg und setzen den hier hin. Das ginge auch. Ja, machen wir so. Eine Runde weiter nochmal. Und mit ihm... Ja, Terrassenfelder dort und dort. Im Prinzip ja, aber... die sind ja nicht so wahnsinnig produktiv. Könnte uns noch mehr Wohnraum bringen. Das wäre schon eine schöne Geschichte. Hier wollen wir einen Staudamm haben. Da wollen wir den Unterhaltungsdistrikt eigentlich bauen. Den könnten wir auch jetzt schon mal platzieren. Mittlerweile. Der wird ja im Zweifelsfall immer teurer. Im Laufe einer Partie. Und wir zählen nochmal kurz aus. Ihr wisst ja, die fortgeschrittenen Gebäude auf einem Unterhaltungsdistrikt boosten alle Stadtzentren, die höchstens 6 Geländefelder weit entfernt sind. Wenn das ein Unterhaltungsdistrikt ist, 6 Felder abgezählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Abendröte wird geboostet. 1, 2, 3, 4. Brühwürfel ebenfalls. Cusco auch. Barbarenasche. 1, 2, 3, 4, 5 ebenfalls. 4 Städte werden geboostet. Und kommen wir hier noch hin. 1, 2, 3, 4, 5 ebenfalls. 5 Städte werden geboostet. Morgengold allerdings nicht mehr. Nein. Aber immerhin 5 Städte. Und sollten wir die ja noch gründen, wäre es sogar eine 6. Also das macht schon Sinn hier. Und das Handelszentrum zu kaufen, also das Geländefeld, das haben viele von euch auch geschrieben. Mensch, EB, du hast doch die starken Handelsfelder. Ja, aber... bislang standen die immer außerhalb unserer Kulturgrenzen, also die Standorte, die ich markiert hatte. Da war ich einfach zu geizig für. 130 könnten wir dafür raushauen. Das könnten wir machen. Das scheint mir, oder natürlich auch der Regierungspalast, natürlich, bringt uns ebenfalls Zeitalterpunkte, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und da kann man ein für unsere Zwecke sehr schönes Gebäude draufsetzen, den Audienzsaal, bringt in allen Städten mit Gouverneur eine Annehmlichkeit und 4 Wohnraum und schädigt die Städte ohne. Ohne Gouverneur, Bratter, bringt da irgendeinen Nachteil, den ich gerade nicht im Kopf habe. Noch haben wir allerdings nur zwei Gouverneure. Die nächsten Gouverneurspunkte, die Titel, dauern auch noch eine Weile, bis wir die bekommen. Mittelaltermärkte und Gilden, das werden 2 sein. Der Bau des Regierungspalastes gibt einen weiteren Titel und ich glaube auch der Bau des Audienzsaals. Dann hätten wir also 4 Titel und könnten mit 4 Titeln, wenn wir das wollten, locker 4 weitere Gouverneure freischalten. Dann hätten wir 6 in Summe für 6 Städte. Das geht. Das können wir machen. Wisst ihr was, das mache ich, aber diese Entscheidung, die wir jetzt diskutiert haben, treffe ich dann erst zum Auftakt der nächsten Folge und lade das hier geschwind hoch. Die Folge habe ich unmittelbar produziert, bevor ich sie auch hochlade und veröffentliche. Die kommt ein bisschen spät und ich spute mich jetzt mal. Bis bald.